Erinnern Sie sich noch an Bobby Farrell? Vielleicht nicht an seinen Namen, aber gewiss an seine Art zu tanzen oder besser gesagt herumzuzappeln. Bobby Farrell war der Eintänzer der Popgruppe Boney M. Drei dunkle Schönheiten trällerten und Bobby machte dazu auf der Bühne seine Verrenkungen. Hinter den Kulissen rieb sich Produzent Frank Faria in die Hände, denn er verdiente mit Boney M. ein Vermögen. Gut 15 Jahre nach den großen Erfolgen arbeitet die Gruppe an einem Comeback. So kennen wir ihn. Nur Lippenbewegungen, kein Ton. Das ist Bobby Farrell, ehemaliger Sänger der Popgruppe Boney M. Gesungen hat immer ein anderer. Als das damals bei Boney M. rauskam, wurde Bobby Farrell überall als Betrüger geächtet. Dagegen wehrt er sich noch heute. Nein, ich war kein Betrüger. Die Leute haben bei mir das akzeptiert. Ich habe mitgesungen mit der Band und ich habe dabei getanzt. Ich habe meinen eigenen Stil. Ich bin mir nicht bekannt für Singen, ich bin mir bekannt für meinen Tanz. Das ist der Mann mit der Stimme, Frank Farian. Er machte alles. Er sang, produzierte, managte und verdiente nicht schlecht. Mitte der 70er gründet Farian Boney M. Sein Konzept geht schnell auf. Farian holt sich drei rassige Damen, die gut aussehen und beweglich sind. Eine kann sogar richtig singen. Den exotischen Bobby Farrell macht er zum stummen Vorturner. Und dann wird jeder Titel ein Hit. Belfast, Ma Baker, Rivers of Babylon und Daddy Cool. Bobby Farrell auf dem Höhepunkt seines Lebens. Der Mann aus ärmlichen Verhältnissen hat es geschafft. Doch dann plötzlich das jähe Ende. Daddy Cool ist entlarvt. Die Fans sind sauer, weil ihr Idol gar nicht selber singt. Außerdem gibt es ständig Streit zwischen Farrell und Farian. Für Bobby ist das das Ende bei Boney M. Aus der neu eingerichteten Villa bei Hannover muss er mit seiner Familie ausziehen. Der Butler wird entlassen. Bobby Farrell kommt mit Frau und den zwei kleinen Kindern bei Verwandten in Holland unter. Ohne die Sozialhilfe würden sie nicht überleben. Offenbarungseid. Alles müssen wir verkaufen, alles weg. Wir hatten kein Geld. Sie war gerade geboren, mussten Kohle, wir hatten keine Kohle, nichts im Haus. Gar nichts. An die schöne Zeit erinnern nur die Trophäen. Den Monatslohn hat Bobby Farrell schon lange verprasst. Das schmerzt. Farrell sucht jetzt die Schuld bei seinem ehemaligen Chef, der ihm angeblich zu wenig Geld gegeben hat. Ich will die Bücher sehen, ich will wissen, wo alles gegangen ist. Das ist alles, was ich frage an ihm. Nichts anderes. Wie viel Geld ist das? Ich glaube, ich habe ungefähr 5 Millionen von ihm zu kriegen. Ich alleine. Die ganze Gruppe zusammen, ich glaube 20 oder so zusammen, die ganze Gruppe. Auf Altersversorgung und auf Rente zu pochen, das geht nun mal nicht in diesem Geschäft. Und er hat nie gesungen, er war nur Tänzer, hat die Gruppe vor 12 Jahren verlassen, hat eine Abfindung bekommen und die Sache war beendet. Nicht für Bobby Farrell, denn er hält sich für das einzig wahre Boney M-Mitglied. Und deshalb macht er auch mit drei neuen Damen weiter. Das darf er aber nicht, denn Farian hat es schwarz auf weiß, der Name Boney M ist geschützt. Und deshalb darf Bobby Farrell unter diesem Namen keine Schallplatten aufnehmen. Als er das kürzlich doch versucht hat, kam der Gerichtsvollzieher und entfernte die Platten aus den Geschäften. Ich hab nichts, Mann. Fang falsche stinkige Millionären und kommen sie gegen so arme Neger wie ich an. Das verstehe ich ja gar nicht. Muss er verrückt sein? Was will der von mir? Mann, der Mann stinkt mit Geld, hat Studio, ich habe keine Millionen. Ja, das ist wie, ich würde mal sagen, wie bei einem Nachbar, der neidisch ist. Der eine ist erfolgreich, der andere nicht. Er hat sein Geld ausgegeben in 3, 4 Jahren, richtig regelrecht auf den Kopf gehauen. Und ich habe mein Geld investiert in die Zukunft, in Songs, in Musik. Und deswegen geht es mir heute gut. Bei allem Ärger bei Bobby Farrell überwiegen die schönen Erinnerungen an die alten Boney M-Tage. Er würde sogar da weitermachen, wo Farian damals aufgehört hat. Ich würde so Frank Farian sagen, ich würde gerne mit ihm arbeiten, gerne wieder mit ihm zusammenkommen, aber er muss mich behandeln wie ein erwachsener Mann. Ja, ich wüsste nicht, wie ich mit ihm zusammenarbeiten sollte. Er ist, glaube ich, jetzt, jetzt 40 oder 45. Er könnte nicht mehr so glaubwürdig tanzen und es sind so viele, teilweise auch böse Worte gefallen in den letzten Jahren und ich könnte es mir nicht mehr vorstellen. Bobby Farrells Traum ist also geplatzt. Er muss sich endgültig von Boney M. verabschieden und mit seiner neuen Gruppe üben. Er will uns beweisen, dass er auch selbst singen kann. Und dazu lädt er uns in ein Amsterdamer Studio ein. Alles wirkt überzeugend, doch plötzlich beginnt es zu brennen. Bobby ist längst mit dem Feuerlöscher beschäftigt, doch der Gesang geht immer weiter.